Na, was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu The Forest. Ich bin auch wieder dabei und du auch. Schön, freut mich. Wir sind am Arsch. Wir sind in irgendeiner Höhle und wir kommen hier nicht mehr weg. Das ist ein Spider-Man. Der hat uns gesehen. Okay, das ist das Beste, was jetzt passieren konnte. Natürlich scheiße für uns jetzt gerade. Jo, tot. Okay. Ganz in Ruhe, Freunde, wir können noch ein paar Brandpfeile herstellen, alles gut. Ich hoffe, da ist nur einer. Scheiße, muss ich hier lang? Yeah.
Die andere Richtung macht erstmal keinen Sinn. Da sind so zwei so eine Riesenviecher. Krass. Das war mehr als ich brauche, sage ich ganz ehrlich. Ich höre auch, dass da ein Baby noch ist. Freunde. This was a bit too much, aber wir haben uns ganz gut geschlagen. Wir haben meistens einfach nur Glück, ne, dass wir da... Scheiß, die waren dann... Muss man einen Schluck trinken auf den Schreck. Scheiße, ich wollte eigentlich die Pfeile zählen, die wir gebraucht haben, um so einen großen. Um so einen großen wegzuhauen. Hätte mich doch schon interessiert. Weg vom Feuer. Okay. So, was haben wir denn? So, und für einen Knochen müssen wir noch warten, bis der hier weggefackelt ist. Achso, den Rest können wir ja schon anziehen. Ist besser als nichts, ne? Mich interessiert natürlich jetzt aber, was in der großen Höhle da alles zu finden ist. Hier ist Wasser. Viel, viel Wasser. Das Gute ist aber, dass wir hier einen Rückzugsort haben. Warte mal, wir können mal, damit wir keine Infektion bekommen. So. Das hat mich echt fertig gemacht. Das hat mir gerade Nerven gekostet. Ich wundere mich, dass die Taschenlampe ist wahrscheinlich rot, weil wir so viel Blut da dran haben. Wenn wir kurz schauen, ist hier irgendwas im Wasser? Sieht nicht so aus. Gut, dann ist das Teil wirklich einfach nur... um durchzuschwimmen. Auf der Seite scheint es aber weiterzugehen. Da ist ein Trümmerhaufen.
Zumindest sieht es aus wie so ein einer von diesen Trümmerhaufen, die wir wegsprengen müssen. Und mit der Taschenlampe tatsächlich, ne? Nettes kleines Detail auch. Komm her. Okay. 4. Vier scheint die richtige Zeit. Vier scheint die richtige Zahl zu sein, wollte ich sagen. Das ist so eklig. Ohne Scheiß, wer sich hat das einfallen lassen, Alter? Du bist ein kranker Freak. Thank you.
Hallo? Machst du das Feuer auch an, wenn du das Feuer anmachst? Schon wieder ganz starke, du solltest nicht hier sein, Vibes. Zumindest können wir hier speichern. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach nur ein Teil, um zu speichern, ne? No way. No. Okay, wir haben den modernen Bogen, Freunde. Nee, scheint es hier aber wirklich nicht zu geben. Okay, cool. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich, dass es hier nicht mehr gibt. Also ich will nicht jetzt sagen, ich freue mich nicht über den Bogen. Freue ich mich übelst. Ich habe schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass wir den irgendwann finden, weil ich nicht mal im Ansatz einen Anhaltspunkt hatte, wo der sein sollte. So. Wir folgen hier diesen Brettern. Du bist nass. Ja, no shit, Sherlock. Das sah aus, als ob das auf mich zugerannt kommt. Okay, da ist nichts. Zumindest sehe ich nichts. Scheiße, das ist falsch. Okay, wir werden uns gleich noch diese andere Höhle angucken.
Oder wollen wir erst hier? Langsam werden die Vorräte knapp. Das mit der Taschenlampe ist schon wieder einfach nur krank. Okay, Leute. Lass mal erstmal auf der anderen Seite schauen, wo wir da hinkommen. What the fuck? Habt ihr das gesehen? Das waren ja mindestens 50. Ich glaube, hier im Wasser ist nix. Wahrscheinlich ist das, wo wir gerade waren, einfach nur ein weiterer Weg, um hier hinzukommen. Außenrum. Nebenwirkung. Da ist irgendwas hinter der Wand. Da, ich sehe was. Komm ins Wasser. Mind over muscle, baby.
Soll mir nochmal einer erzählen, ich brauche hier so ein Teil, um hier hochzuklettern. Das hört sich an, als ob hier noch mehrere von den Großen sind. Müssen wir mal gucken, wie wir die wegkriegen. Vorrat hier. Das ist interessant, weil wir haben mittlerweile total viele verschiedene Pfeile. Oh, Leute. Gib mir Batterien. Jens! Ehrlich? Ich will eine Mutantenrüstung haben. Müsste der letzte Fall sein, ne? Okay, es sind fünf. Wahrscheinlich hätte ich den auch einfach jetzt mit einer Axt oder so platt machen können zum Schluss. Leute, wir sind immer noch in der Höhle und diese Folge ist auch schon wieder vorbei. Wie es hier weitergeht, das könnt ihr sehen und zwar in der nächsten Folge von The Forest. Da ist so eine krasse Tür, habt ihr das gesehen? Das ist doch wieder so ein Teil, wo wir Steine vielleicht irgendwo hinlegen müssen. Hatten wir ja auch schon einmal, glaube ich, ne? Wir werden sehen, hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.